So, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei BioShock Infinite. Das ist, glaube ich, Video 42. Wir machen jetzt hier weiter. Wir hatten leider im letzten Video, das ich aufgenommen habe, einen Absturz. Das ging nur 10 Minuten, keine Angst, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe auch nur Sachen aufgehoben vom Boden und die Bank erkundet. So, wir waren hier und hier drin. Bis Comstocks Bank. Ah ja, es fängt genau hier an. Es hat also nichts gespeichert im letzten Video. Es wurde nichts übernommen. Okay. Dann nehmen wir hier den Lockpick. Hier war ich schon gewesen. Ihr seht es natürlich jetzt zum ersten Mal. Das ist die Bank von Comstock. Die erkunden wir jetzt. Und ja. Wie gesagt, es hat alles gekickt. Ich habe nebenher noch hochgeladen. Das ist auch raus. Das haben wir schon gesehen. Die Kinetoskope, die zeige ich euch jetzt nicht nochmal. Also die haben wir wirklich schon gesehen. Haben wir wirklich schon gesehen in den vorherigen Videos. Wer es nicht gesehen hat, die Kinetoskope könnt ihr auch in einem Video davor anschauen. Wir räumen hier jetzt noch ein bisschen die Bank aus. Also was es so gibt hier, nehmen wir alles mit. Und das können wir auch alles gut Wir gebrauchen. müssen zu Comstock House Booker. Gehen wir wieder raus. Jo, wir müssen zu Comstock House Booker, gehen wir wieder raus. Elisabeth, das werden wir auch tun, aber vorher erkunden wir weiter die Bank, denn die Bank hatte nicht nur hier Bänke in der Bank, sondern es gab hier auch diesen Raum, wo man den Schreibtisch noch plündern kann, die Tasche noch mitnehmen kann. Und dann lohnt sich das doch mal in Sachen Geld. Und hier kann man noch mal gucken. Und dann geht's hier wieder raus. So. Ja, Elisabeth, jetzt stehen wir nicht im Weg rum, bitte. So. Ja, mehr war in der Bank, dann glaube ich nicht so. Aber wir haben das jetzt doch ganz gut hinbekommen. Wie gesagt, die Kinetoskope, die hier stehen, die haben wir schon gesehen, die Filmchen, in den Videos zuvor. So, welches kann ich euch nicht genau sagen, man müsste da mal gucken, falls euch die interessieren. Ansonsten war hier dann doch noch ein bisschen was Nützliches auch. Und zwar, wenn wir mit der Bahn fahren, das tun wir jetzt auch mit der Skyline, dann können wir nämlich hier hin. Bam! Und hier stand nämlich eine Salzampulle. So, mit Salz wieder aufgeladen. Das war schon mal wichtig. Und dann geht's wieder weiter mit der Bahn. So. Entschuldigung, jetzt hat mir hier irgendwas gestört an meinem Headset. Aber wir gehen weiter. Ist eine Öllache, die wir herbeirufen können. Uninteressant. Wichtiger ist, dass wir hier weiterkommen. Und ja, gucken nochmal, gucken nochmal, gucken nochmal. Hans Haus. So. Schrotflinte. Salze. Machen wir den Markt hier auf. Soll das knacken? Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Oh, das wollen wir natürlich nicht, dass das auch bei dich zurückbringt. Wir suchen über den Müllsack hier. Und hier. Und sehen hier Hudsons, Suits, Cloaks, Furs, Dresses, Pelze, Kleider, Jacken. Und ja, wir haben gesehen, dass hier hinten was blinkt. Lockpick. Hat sich schon gelohnt, hier reinzugehen. Und die Kasse können wir suchen. Geht's weiter, da gucken wir auch mal rein. Was hat's denn hier auf sich? Ja, Mülltonne. Und ein Lockpick. Schlossertasche. Drei Lockpicks. So. Lockpick-mäßig wieder ausgerüstet. Und hier hinten gibt's auch weiter noch eine Mülltonne. Und ein Codebuch. Hey, der Geldbörse. Hier, für die Kasse. Halt, Moment. Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Optional. Finde den Box-Code. Tjo,
Freunde, entschuldigt, ich bin noch erkältet. Zoomen wir jetzt den Boxcode. Wo könnte der denn noch sein? Jo. Hier bei diesem Markt oder doch bei Comstocks Haus. Das ist die andere Richtung. So. Aber Moment. Soweit ich informiert bin, hat das ja schon mal gespielt. Also bis hierhin. Jedes Video dann abgestürzt ist und ist auch nicht reparierbar gewesen. Soweit ich weiß, gab's. Entschuldigt, dass ich jetzt hier hinterher, aber es gab hier noch was. Oh. Was hatten wir hier irgendwo bei der Bank etwas vergessen? Na komm. Oder auch nicht. Ich schaue nochmal schnell. Doch. Nein. Okay, okay, okay. Wir haben bei der Bank nichts vergessen. Aber ich dachte, es wäre hier ein Safe gewesen. Na, irgendwo gab es nochmal einen Safe. Kommen wir jetzt... Oh. Ich weiß es gerade nicht, wo es den gab. Aber ich bin mir sicher, es gab einen Safe. Okay, also wenn nicht hier, dann schauen wir mal weiter. Patriot's Pride, da kommt man nicht rein. Hier hinten geht's weiter. Kannst du dir das mal ansehen? Ellie. Okay, lass mal den Safe sein, machen hier weiter. Ich weiß nicht, wo der Safe ist, den ich da vorhin entdeckt hatte, als das Video abgeschnitzt ist später. Reclaim for the People of Columbia. Schauen wir mal. Leiche durchsuchen. Hauptautomaten. Alles ein bisschen teuer. Leiche durchsuchen. Na schau mal. Hier ist er quer. Scharfschütze! Oh oh. Toll, ich hab nichts, wo ich dem entgegensteuern kann. Aufstehen, Booker! Booker! Es ist doch ein Witz. Jetzt mal unter uns, das war jetzt doch wirklich ein Witz. Ja, komm. Das blutet ja. Also die Stelle spiele ich jetzt nicht. Nicht sterben, Booker. Ich sehe überhaupt nicht, wo der Sniper sein soll. Nach Della. Geht klar. Ich suche noch. Thank you.
Ich will mal erstmal die hier an. Ich hab Geld gefunden. Bist du da? Ja, für den nächsten Tod. Hm. Also... Ich sehe dir beim Sterben zu! Und bleib! Hier! Erste Hilfe! Du stirbst hier! Mach sie nieder! Gut, wir haben einen. Erwischte Scharfschütze. Das war's. Ja, mit dem Ei. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch echt Blödsinn. Ich sehe die ja nicht mal. Ja, von wo denn? Von wo zur Hölle schießt ihr denn? Okay, also das war ziemlich heftig.
nervig. Dämlichen Snipern. Du siehst sie nicht, aber sie sehen dich. Gut, es sind Sniper, aber es ist schon irgendwie, also... Unfair ist noch untertrieben. Was war denn da gelegen? Silber Igis? Gloria Towers? So. Suchen wir das mal ein bisschen. Und machen wir Schloss auf. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Okay. So. So, und hier, Moria Towers. Exclusive Shopping. Was scheint so das Luxus? Luxusgegen zu sein. Exclusive Luxurious Living. Exclusive Shopping. Exclusive Shopping. Lockpicking. Komm, wir Arschgeig. Ich hab Munition! Super, Achtung! Gut. Ja, zum Kotzen ist es. Nein, 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 Booker! Ich hab auch nur so wenig Health gehabt und bin nicht gestorben. Und ich hatte auch nur so wenig Health, weil die scheiß Sniper von überall rumgerannt sind. Jetzt sterb! Mistsau, ehrlich, entschuldigt, aber momentan bin ich ziemlich sauer auf das Spiel. Also sie werfen die Gegner an Stellen gegen, wo einfach keine sind normal. Einfach mal so halt, dass es halt doch mal wieder zum Kampf kommt. Wo ist gerade überhaupt der gebrauchen kannst, der auch zu viel geht nicht. Ich kann besser mit Schock-Chocky rumexperimentieren, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Sollen wir jetzt hier drin? Ich verstehe es eigentlich auch nicht ganz. So wirklich, was gebracht hat es nicht. Munition auch nur für die... Was ist denn jetzt mit der Uhr für die Hallo? Falsch wach. Oh Leute, es ist gerade nicht so wirklich... Aha. Galoppel Salze. Okay, schauen wir weiter hier im Moria Towers. Haben wir eine Lane. So ein Speicherpunkt wäre mal nicht schlecht, finde ich. Ah. Du musst ein Schloss knacken. Mal sehen. Erledigt. Noch mehr Gegner, ich wäre blöd. Greift mich jetzt wirklich jeder an. Wo wir der angebliche falsche Hirte sind. Oder weil die Leute in dem Polia meinen, sie haben so viel Kohle, jetzt sind wir beschützt. Und einfach mal pauschal jeden erschlagen, der ihr Haus betritt. Ach, was weiß ich. Also hier finden wir noch Ausrüstung. Ach, immer so. Es gibt einfach zu viele Ausrüstungsgegenstände. Du kannst wirklich so viel, du hast keinen Überblick. Das ist wirklich irre. Du kannst nur vier mitnehmen und nur eine davon ausrüsten. Das ist also irgendwie ziemlicher Quark. Ja. So, also hier ist auch nichts, wo man sagen kann, hat sich jetzt gelohnt, da reinzugehen. Oh, hier blinkt auch irgendwas, was ich auf, was ich nicht nehmen kann. Okay. Oh, dann schauen wir doch mal weiter. Family. Hier entlang. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. So, ich drück weiter. Mit noch mehr Gegner.
Fireman. Weg. Ja. Ich gehe mir echt um den Zeiger hier. Hier, bitte! Schön. Hört auf! Erledigt und weiter dann im nächsten Video hier an dieser Stelle, würde ich sagen. Oder? Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Ja, und hier geht's dann weiter im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, ich schalte. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.